Abend, willkommen zum Thema an diesem 19. Oktober 1997. Es ist der 10. Jahrestag des Börsencrashes an der Wall Street. Der Dow Jones verlor innerhalb weniger Stunden über 500 Punkte, das heißt fast ein Viertel seines Wertes. Es war der größte Kursrückgang in der Geschichte der amerikanischen Börse und der größte Kursrückgang an einer Börse weltweit an einem Tag. Nicht nur in den USA gingen Existenzen den Bach runter. Panikverkäufe folgten auch in Frankfurt. Fachleute warnen heute vor einem neuerlichen Kurssturz. Aus unserer Wirtschaftsredaktion steht mir heute Michael Moss zur Seite. Er hat sich Stars aus der internationalen Finanzwelt ins Studio geladen, die er Ihnen gleich vorstellen wird. Was waren damals die Auslöser für den Börsenkrach? Michael? Bevor wir zu dieser Frage kommen, erstmal nicht ich habe mir eingeladen, sondern wir haben für Sie, liebe Zuschauer, die Stars der internationalen Finanzwelt eingeladen. Viele von Ihnen werden Sie kennen, andere vielleicht nicht, wenn Sie neu an der Börse sind. Deshalb stelle ich Sie jetzt nochmal einzeln vor. Wir haben Roland Leuschel bei uns zu Gast. Roland Leuschel ist eher bekannt als ein Pessimist. Er hat schon seit Jahren gewarnt, dass die Börsen zu hoch gegangen sind. Roland Leuschel, eine kurze Frage. Wann kommt der nächste Crash? Er kommt, er hat bereits vielleicht schon begonnen. Es wird nur kein Crash in 2-3 Tagen, sondern ein Crash, der lange dauert, sagen wir 2-3 Jahre. So etwa wie in Japan, wo seit 1990 die Kurse um über 60% zurückgegangen sind. Sie sehen also, meine Damen und Herren, wir haben genügend Gesprächsstoff. Die Zeit wird wahrscheinlich gar nicht ausreichen. Ein anderer Gast, den Sie wahrscheinlich alle kennen, ein geborener Optimist und übrigens in Amerika mit seinen Fonds auf Platz 2. Dazu zählt schon was. Und für ihn ist die Frage natürlich auch besonders wichtig. Heiko Thieme, wann kommt der nächste Crash? Kommt überhaupt einer? Ja, auf jeden Fall. Er ist vorprogrammierbar. Wir müssen mit solchen Crash-Szenarien leben. Aber der nächste Crash, und das wird für viele Zuschauer enttäuschend sein, kommt nicht vor dem Jahr 2045. Denn wenn man die Geschichte betrachtet, Michael Ross, dann passieren Crash alle 58 Jahre. Und unser dritter Gast wird uns das bestätigen können, denn er war schon voll tätig an der Börse, als es 1929 zum ersten Mal krachte, das zweite Mal 87, also im Jahr 2045. Damit haben Sie es angesprochen. Wir haben einen Gast bei uns, fast 92 Jahre, ein lebendes Geschichtsbuch, Börsenlegende. Ich begrüße ganz herzlich André Castellani. Danke. Ich freue mich und unsere Zuschauer sicherlich auch ganz besonders, dass Sie heute bei uns sind. Ganz kurz zu Ihnen. In einem Nachrichtenmagazin, das nicht ganz unbekannt ist, haben Sie zum Ausstieg zumindest um 50% zum Ausstieg von deutschen Aktien geraten. Wie kommt es zu diesem Sinneswandel? Schauen Sie, es sind Börsianer, die ihre Meinung jeden Tag ändern. Solche sogar jede Stunde. Man darf doch eine Meinung ändern in 4 Jahren. Seit 4 Jahren war ich äußerst optimistisch, euphorisch. Und mein einziger Tipp war, schlafen. Schlafmittel nehmen in der Apotheke, dann einkaufen international und dann einschlafen und die Weckeruhr auf 4 Jahre einstellen. Na, jetzt sind die 4 Jahre abgestiegen, wie wunderbar wir gehen. Und da sagte ich, da wird man sehr angenehme Überraschungen haben. Man hat sie heute. Wir sind geweckt. Wie man jetzt weitermacht, ob man weiter schlafen will oder auch aufsteht, das ist eine Geschmackssache. Man darf die Meinungen auch manchmal ändern. Ich bin äußerst optimistisch, euphorisch optimistisch auf lange Sicht. Aber inzwischen werden sehr heftige Rückschläge stattfinden. Nicht Crash, aber heftige Rückschläge. Was mein Freund Loschel sagt, eine Salami-Crash, das ist langsam, das ist dann kein Crash. Denn die Börse zurückgehen, das ist keine Einbahnstraße. Sie kann zurückgehen, natürlich. Sonst würde doch schon der Dow Jones 20.000. Aber so einen Crash, wie wir 87 erlebt haben, oder 29, oder 89, oder sogar in Kuwait, in der Kuwait-Krise, glaube ich nicht. Aber heftige Rückschläge, ja. Also aufwachen und erst mal 50% verkaufen, das ist ein Thema, mit dem wir uns gleich noch beschäftigen. Die deutsche Börse gefällt mir aus dem einfachen Grunde nicht, weil es zu viele Newcomer da sind, sogenannte Milchmädchenkäufer, die kaufen, kaufen, ohne jede Überlegung, nur alles, was man ihnen anbietet, besonders neue Emissionen. Und da kommen große Emissionen heraus, sogar die Kapitalserhöhungen, über 30 Milliarden Kapitalserhöhungen plus Dutzende von kleinen Unternehmen, die alle ihre Aktien bringen, das ist schlecht. Herr Castellani, erstmal vielen Dank. Wir haben noch genügend Gesprächsstoff. Vielen Dank zunächst mal. Analysieren.
Und wenn Sie ebenfalls Fragen an unsere Gäste haben, dann können Sie später anrufen in der Sendung Telebörse Spezial ab 22.15 Uhr. Dazu haben wir folgende Telefonnummer ab 21.45 Uhr für Sie geschaltet. Das ist die 030 für Berlin 226 22 44 2. 030 für Berlin 226 22 44 2 ab 21.45 Uhr. Bevor es hier im Thema Spezial in der Gesprächsrunde weitergeht, wollen wir erstmal in einem Beitrag Rückschau halten. Was war damals los in New York, als die Kurse krachten? Holger Schwarz berichtet. Es war so schön gewesen. Seit 6 Jahren klingelte die Kasse an der New Yorker Börse fast ununterbrochen. Und dann das. Die Händler an der Wall Street trauten ihren Augen kaum. Der Dow Jones fiel ins Bodenlose. 2200, 2000, 1800 Punkte. Es gab kein Halten mehr. Computergestützte Verkaufsprogramme trieben die Talfahrt noch an. Am Ende sackte die Weltleitbörse um mehr als 500 Punkte ab. Ein Minus von 23%. Amerikanische Anleger wurden an einem Tag über 500 Milliarden Dollar ärmer. Die Schockwelle ging um die Welt. London verlor 9%, Frankfurt 7%, Tokio 15% und Hongkong machte gleich ganz dicht. Wie kam es zum Crash am schwarzen Montag? Der neue Chef der US-Notenbank, Alan Greenspan, hatte im Vorfeld seit langem wieder die Zinsen angehoben. Ein Alarmsignal für die Börsianer. Das US-Finanzministerium stritt sich mit der Bundesbank um die Zinsen und den Dollar. In Frankfurt blieb man hart und schraubte die Zinsen nach oben. Die Amerikaner ihrerseits ließen daraufhin den Dollar fallen und brachten die deutsche Exportwirtschaft ins Schleudern. Zu allem Übel fiel das amerikanische Handelsbilanzdefizit höher aus als erwartet. Der US-Haushalt stand kurz vor dem Kollaps. In Deutschland dauerte der Kursrückgang bis zum Frühjahr 1988, denn der Markt funktionierte. Verkäufe waren noch möglich, als woanders nichts mehr ging. Und wegen der starken Mark konnten Ausländer mit deutschen Aktien noch Geld verdienen. Ein Tag aber beherrschte damals die Schlagzeilen, der schwarze Montag am 19. Oktober 1987. Ja, wir alle sind gespannt, wie der 20. Oktober 1997 wird. Einer, der damals vor 10 Jahren ganz nah dran war und nur gearbeitet hat. Heiko Thieme, wie haben Sie den Tag erlebt? Nun, es war ein besonderer Tag, den man nicht so schnell vergisst, Michael Ross. Ich saß im Büro, ich leitete den Aktienhandel für amerikanische Wertpapiere für die Deutsche Bank an der Wall Street. Und immer montags schrieb ich meinen Börsenbrief, der jede Woche herauskam. Und Sie müssen sich vorstellen, wie man nun als Optimist, und ich war Optimist, ich habe nicht vorausgesagt, der Crash kommt, der wird 500 Punkte bedeuten. Ich habe nur vor der irrsinnigen Zinspolitik der Notenbank gewarnt und werde darüber auch nachher noch etwas sagen zur jetzigen Situation, denn die Bundesbank hat ja ihre Zinsen in der letzten Woche gerade wieder erhöht. Kurzum, ich saß da und musste schreiben. Die ganze Nacht verging, der Börsenbrief war fertig und morgens rief mich eine andere Fernsehstation an und fragte mich, können wir Sie interviewen? Ich sage, nein, ich sitze hier im Sweatshirt, ich bin unrasiert, bei mir sieht es aus wie Sodom und Gomorra. Und da dachte man mir, Herr Thieme, gerade das brauchen wir doch. Also man kam dennoch hoch, ich zog mir ein sauberes Hemd an und sagte dann, was an der Abendausgabe ausgestrahlt wurde, das sind alles Kaufkurse. Ich habe dabei gezittert, selbstverständlich. Aber im Nachhinein war das wahrscheinlich eine Sternstunde zu erkennen, dass dies der kürzeste Crash der Weltgeschichte war. Und André Costolani und ich trafen uns wenige Tage danach in Paris am Flughafen. Und er fragte mich, was hältst du von dem Crash? Und ich sagte ihm, das war der kürzeste der Geschichte. Der sagte, so sehe ich es auch. Kannst du mal meine Frau anrufen? Ich sage, warum? Das kannst du doch selber sagen. Nein, mir glaubt sie nicht mehr. Und so hat sich unsere Freundschaft sehr intensiv über die letzten 10 Jahre entwickelt. Hat der Crash also auch was Gutes gehabt letzten Endes? Aber bleiben wir bei der Frage, kommt er oder kommt er nicht? Roland Leuschel, Sie sind als Skeptiker bekannt. Was sind die Argumente, die aus Ihrer Sicht für einen scharfen Rückgang bei den Kursen sprechen? Ich würde zunächst auch sagen, ich bin Realist, das heißt ein Optimist mit Erfahrung, also Skeptiker. Aber was im Moment gegen ein Einsteigen bei Aktien spricht oder für eine Korrektur, ist ganz einfach die Übertreibung. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien. Ich nenne mal die 3 wichtigsten. Das erste ist die sogenannte Kursgewinnziffer. Da gibt es einen Engländer, der hat es errechnet, über 120 Jahre war die Kursgewinnziffer in Amerika im Durchschnitt 13,7. Und heute? Und die Extreme lagen zwischen 5 und 25. Und heute sind wir wieder bei 25.
24, 25, je nachdem, wie optimistisch Sie die Zahlen für nächstes Jahr schätzen. Also ich glaube, die Kursgewinnziffer ist einfach zu hoch. Aktien sind langfristig wunderbar, aber es gibt Zeiten, wo sie einfach zu teuer sind. Und jetzt sind sie zu teuer. Und da New York die Leitbörse ist, wenn sie in New York runtergeht, dann kommen sie alle dran. Der zweite Grund ist zum Beispiel, nämlich die Börsenkapitalisierung aller Aktien in Amerika repräsentieren 120% des Bruttosozialproduktes. Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Selbst vor 1929 waren wir bei 77%, also Börsenkapitalisierung, Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. Und selbst 1987 waren wir bei 75%. Und jetzt sind wir 120%. Da kommt eine Korrektur. Ein anderes anderes Argument. Wir haben eine sogenannte Fusionsfieber. Jeder versucht, die Höhe seines Aktienkurses oder den überhöhten Wert so auszunutzen, indem er andere Gesellschaften kauft. Und erst vor einer Woche hat eine Gesellschaft, die heißt WorldCom, ein Überannahmegebot gemacht an eine Gesellschaft, die viermal größer ist als sie selbst, und hat gesagt, ich lege 30 Milliarden Dollar auf den Tisch. Und letzte Woche kam also noch eine andere Firma und sagte, nee, ich gebe euch 28 Milliarden in Cash. Das ist die größte Übernahme in der Geschichte der Menschheit. Oder der Börsen, wenn Sie wollen. Und es gibt also auch an der deutschen Börse, Kurzleitner hat es gesagt, jede Menge Neuemissionen, jede Menge Privatisierung, Deutsche Telekom und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es gibt ein Klima, das einfach mehr überhitzt erscheint. Vielen Dank erstmal, Roland Leusche. Damit die Börse crasht, dazu müssen natürlich erstmal Verkäufer da sein. Und das ist genau der wunde Punkt, den André Costolani ja angesprochen hat, Herr Costolani. Viele Zuschauer sind auch ein bisschen empört, dass Sie jetzt eigentlich zum Ausstieg sozusagen blasen. Ich habe Ihnen gesagt, ein Börsianer kann doch seine Meinung ändern. Umso mehr, dass ich meine Meinung richtig war bis heute. Aber der Markt gefällt mir heute nicht. Nicht aus demselben Grün, die Leuschel sagt, aber etwas Ähnliches. Der Markt ist überschwemmt. Zu viel Geld. Als ich den ersten Tag an der Börse war, hat mich ein alter Herr angesprochen, wer sind Sie? Sag ich, bin Lehrling bei der Firma so und so. Bin heute zum ersten Tag auf der Börse. Da werde ich Ihnen einen großen Ratschlag geben. Hier hängt alles davon ab, ob mehr Dummköpfe da sind als Papiere oder mehr Papiere als Dummköpfe. Und das ist momentan der Fall. Es sind zu viele Dummköpfe da, nicht einmal in New York. Ich spreche nur von Deutschland. In Deutschland sind zu viele Dummköpfe, sind nicht genügend Dummköpfe für die vielen Papiere, die man herausbringt. Also nicht statistisch, nicht mit Preis-Gewinn in Relation will ich sie begründen, mein nicht Pessimismus, nur meinen kleinen Pessimismus für Rückschläge. Es werden heftige Rückschläge sein. Die Börse ist keine Einbahnstraße. Ganz klar, dass man mit so einer Aufwärtsbewegung, wie wir sie jetzt gehabt haben, die letzten 4 Jahre, da werden heftige Rückschläge sein. Herr Costolani, erstmal vielen Dank. Das Thema werden wir gleich noch vertiefen. Es gibt ja vielleicht auch Gegenargumente. Erstmal vielen Dank. Wäre ja spannend zu wissen, die Dummköpfe, die man damals an der New Yorker Börse hatte. Nicht nur auf dem Parkett, auch rund um die Börsen brachen die Menschen ja damals vor 10 Jahren in Panik aus. Wir halten Rückschau und sprechen mit Betroffenen gleich nach den Kurznachrichten. Was war die erste Reaktion auf die ins Bodenlose stürzenden Kurse? Ein Kioskbesitzer vor der Frankfurter Börse erinnert sich. Keiner hat was gekauft. Also gut, die haben viele Zigaretten gekauft und waren, mit denen konnte man kein Wort reden. Die haben was Geld vergessen oder Geld nicht gewechselt. Damals haben die Zigaretten und Bier oder Schnäpse. Das ist richtig, besonders Chantre. Das ging, ging und ging. Ja, die brauchten was Härteres und Stärkeres. Nach vorne, wie sieht es heute an den Aktienmärkten aus und wie wahrscheinlich ist ein neuer Crash? Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, dann können Sie uns anrufen, denn auch hier in der Telebörse um 22.15 Uhr geht es heute um dieses Thema. Dort beantworten Ihnen dann internationale Stars aus der Finanzwelt Ihre Fragen. Und ab sofort ist folgende Telefonnummer für Sie geschaltet, die 030 für Berlin 22 6 22 44 2. Wer von Ihnen ist noch nicht einmal nachts schweißgebadet aufgewacht, weil er gerade im Traum einen Sturz ins Bodenlose miterlebt hat? Der Traum wurde zum Albtraum vor 10 Jahren. Schlimmer noch, es war kein Traum, es war Wirklichkeit. Holger Schwarz hat an der Frankfurter Börse Betroffene nach Erinnerungen befragt. Der Zeitungskiosk am Börsenplatz in Frankfurt.
Simon Zawalinski hat den Pavillon seit 11 Jahren gepachtet. Seine Kundschaft, viele Börsianer. So kriegt der gebürtige Pole vom Auf und Ab an der Börse so einiges mit. Und an den Crash vor 10 Jahren kann er sich genau erinnern. Die Stimmung war sehr, sehr mies. Die Leute waren fast alle waren nicht ansprechbar. Was soll ich mehr sagen? Keiner hat was gekauft. Also gut, die haben viele Zigaretten gekauft und waren, mit denen konnte man kein Wort reden. Die haben was Geld vergessen oder Geld nicht gewechselt. Irgendwie waren sie nicht bei der Sache dabei. Seitdem hat sich viel geändert. Auf dem Parkett ist das Gerüst mit den Bildschirmen verschwunden. Frauen als Händlerinnen sind keine Seltenheit mehr. Und das Medieninteresse ist so groß wie nie. Am Rande des hektischen Treibens erinnern sich nur noch die alten Händler an den Crash von damals. Einer von ihnen ist Hans-Werner Dort. Er betreute vor 10 Jahren Großkunden. Der Kursrutsch traf ihn zwar nicht unvorbereitet, der Verfall kündigte sich ja schon an der Wall Street an, aber... Also es war schon eine Art Schock, ja. Wir haben ja einiges erwartet, aber nicht das, was sich abgespielt hat. Und wie wir dann hier an der Börse die vielen Minus- und Doppelminus anzeigen für Leute, die sich damit nicht so auskennen, also 5% und mehr als 10% Abschwächung, das hat uns doch schon stark zugesetzt. Ihnen persönlich, wie ging es da? Also ich muss sagen, ich habe versucht, eine Kühle zu bewahren. Man hatte sich ja vorbörslich schon darauf einstellen können, dass es schwach wird, das so nicht erwartet. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich habe die alten Videos von damals nochmal angeschaut, ja, es hat doch einige Haare und einige Schweißperlen gekostet. Der Stress der Börsianer war für den Kioskbesitzer Zawalinski damals ein gutes Geschäft. Bei ihm wurde viel eingekauft. Damals haben die Zigaretten und Bier oder Schnäpse. Das ist richtig, besonders Chantre. Das ging, ging und ging. Ja, die brauchten was Härteres und Stärkeres. Vor allem bei den jüngeren Börsianern, da lagen bei manchen die Nerven blank. Es war natürlich ein deutlicher Kursrutsch und insofern haben die alten, erfahrenen Börsianer erstmal den jungen Leuten klar machen müssen, dass sowas nicht ungewöhnlich ist an der Börse, denn man hatte sowas vorher schon mal erlebt, ich glaube zur Zeit der Kuba-Krise war das schon mal schlimmer gewesen und die erfahrenen Börsianer, die haben das auch sehr gelassen hingenommen, während für viele junge Börsianer das in der Tat fast eine Katastrophe war, denn seit 1982 war die Börse nur nach oben gegangen und jetzt plötzlich dieser Einbruch mit einem Crash hatten die jungen Börsianer noch nie etwas zu tun gehabt. Ein Makler sagt sogar, es sei Blut geflossen damals. Ältere Hasen auf dem Parkett beurteilen die Ereignisse vor 10 Jahren gelassener. Das ist so eine dieser Aussprüche, die, wenn jetzt der Index nochmal hier um 40 Punkte runterginge, wird bestimmt jemand kommen und sagen, hier fließt ja Blut. Nicht? Das sind so Ausdrücke, die man als Kraftausdrücke braucht, denn irgendwo müssen sich ja auch die aufgestauten Emotionen irgendwie lösen. Nach 10 Jahren sind von den alten Börsianern nur noch wenige übrig geblieben. Kaum einer glaubt, dass sich der Kurssturz zum 10. Jahrestag wiederholt. Und schon gar nicht Kioskbesitzer Zawalinski. Und jetzt meinen manche Leute, es würde sowas wieder geben. Aber da ich ein geborener Optimist bin, sage ich nein. Und deshalb machen wir auch gleich weiter mit einem Optimisten. Wie könnte es anders sein, Heiko Thieme? Ich will mal das aufgreifen, was André Costolani eben gesagt hat. Zu wenig Dummköpfe für zu viele Papiere, ist das die Situation, die heute die Börsenszene kennzeichnet? Nun, André Costolani differenziert ja zwischen Amerika und Deutschland. In Deutschland kommen jetzt Zweitemissionen heraus. Wir haben auch die Privatisierung der Lufthansa gesehen und sehr viel Papier tritt an den Markt. Und vielleicht in einer Phase, wo die Börse an sich schon sehr viel geleistet hat, nämlich 40%, das ist das Vierfache dessen, was die Börse im Durchschnitt der Nachkriegszeit pro Jahr gegeben hat. Das heißt also, wir haben Weihnachten diesmal schon im Sommer gefeiert, als wir die Höchststände beim DAX-Index hatten, bei 4.450 ungefähr. Aber darf ich nochmal auf das zurückkommen, was Roland Leuchel sagt. Es gibt ja im Leben folgende Erfahrungssätze. Einmal die Wahrheit, was die wenigsten benutzen, dann die Halbwahrheit, dann die Lüge, dann das Chartbild und ganz unten die Statistik. Und wir befassen uns jetzt nicht Roland Leuchel nur, sondern wir alle, auch das Fernsehen mit Statistiken, da können Sie alles beweisen. Roland Leuchel bringt ausgezeichnete Argumente in der historischen
Perspektive, aber ich will sie mal entkräften. Zum Ersten. Wir hatten 1987 einen Zins, der war doppelt so hoch, wie, nicht ganz doppelt so, weil weit höher als heute. Ja. Wir haben bei 10% im Vergleich zu 6,4%. Das ist ein enormer Unterschied. Und steigend. Das Zweite, was wir hatten, wäre eine Inflationsrate. Sie war doppelt so hoch wie die heutige. Wir haben heute in Amerika eine Inflationsrate, die ähnlich niedrig ist wie in den 50er und 60er Jahren. Und wenn wir da uns mal anschauen, Roland, wie damals die Zinsen waren, da lagen sie auf der vergleichbaren Basis von unter 5%. Das heißt, das Zinsniveau könnte runtergehen. Die amerikanische Notenbank ist ähnlich erstaunt wie andere Währungshüter, dass wir ein gesundes Wirtschaftswachstum ohne Inflationsdruck trotz Vollbeschäftigung in Amerika haben. Und ich gehöre zu denjenigen, die sagen, wir sind in einer neuen Phase, die wird nicht ewig dauern, aber der Wirtschaftszyklus ist hinausgeschoben, dauert also dementsprechend länger. Und jetzt die wichtigste Statistik, die viele Fachleute nennen, die 80% vom Bruttosozialprodukt, dass die Börse fast das Bruttosozialprodukt erreicht hat 1929, bevor die Börse 90% verlor. Jetzt sind wir bei 120%, also ein scheinbar ausgezeichnetes Argument, um Angst zu bekommen. Aber die Angst ist unnotwendig, denn wir haben jetzt in Amerika ein Unternehmertum, was zum größten Teil seine Gewinne aus dem Ausland mitbezieht. Das heißt also, ich müsste bei dieser Betrachtung das Bruttosozialprodukt der anderen Länder mit hineinnehmen. Und da würde der Vergleich sehr positiv ausfallen. Was ich sagen will, ist Folgendes. Ich fasse zusammen. A, wir können Konsolidierung bekommen. Da stimme ich André Costolani überein. 100, 200 oder 300 Punkte Kursrückgang habe ich auf meiner Hotline seit 3 Monaten vorausgesagt und immer gesagt, wenn es kommt, auf die Knie gehen, zum lieben Gott beten und sagen, das sind Kaufkurse. Immer zugreifen, denn wie jede deutsche Hausfrau dann kauft, wenn eine Ware besonders preisgünstig angeboten ist, dann sollte man kaufen und nicht wie am Ende Juli, als die Börse einen Höchststand hat. Und dieser Höchststand könnte sich als der Spitzensatz in diesem Jahr erweisen, obwohl ich nach wie vor die Hoffnung habe, wir werden noch einen kleinen Schnaps oben drauflegen. Also von Crash kann nicht die geringste Rede sein, egal was am morgigen Tag passiert. Ganz kurz, dann kriegen wir eine Jahresendrallye Ihrer Meinung nach? Auf jeden Fall. Dow Jones Index bei 8.500, jetzt liegen wir bei 7.850, wir testen die 7.600 vielleicht in den nächsten Tagen in Deutschland, der DAX 3.800 als Test und dann zur Erlösung die 4.500. Warum? Das wird, Weihnachten, ja. Das Wirtschaftswachstum läuft, Helmut Kohl möchte wiedergewählt werden, der wird doch nicht hier an Herrn Tietmeyer, obwohl er unabhängig ist, das nachvollziehen lassen, was er angedeutet hat, mit Zinserhöhung in Deutschland eine Wirtschaft kaputt zu machen. Und meine Frage an den Bundesbankpräsidenten wäre, glauben Sie tatsächlich, dass Sie mit Zinserhöhung Arbeitsplätze schaffen können? Und das brauchen wir in Deutschland bei 4,5 Millionen Arbeitslosen. Also, wenn wir uns von diesem, sagen wir, Sensationslust, ohne uns jetzt anzugreifen, ich diskutiere das Thema gerne im Fernsehen, aber wir sind doch alle etwas hier hysterisch geworden in den letzten Tagen. Schaut euch mal die Presse an, es gibt nicht ein Blatt, was sich zwar vielleicht noch nie mit der Börse befasst hat, was heute nicht den Leitartikel hat, Crash 1987. Und wenn ich ein unbedarfter Zuschauer wäre, dann müsste ich ja heute Abend unruhig schlafen, wenn ich ein paar Telekom-Aktien hätte, ein paar Lufthansa-Aktien habe und ich kann jedem Zuschauer nur versichern, der Vergleich mit 1987 ist sehr wichtig. Wer am Tag vor dem Crash gekauft hat, das war ein Freitag, also am ungünstigsten Zeitpunkt, hat 250% heute verdient. Wer am Crashtag gekauft hat, hat 350% verdient. Wer nichts gemacht hat, der hat verloren, der hat Sparzinsen von 3-4% in Anspruch genommen, 50% Steuern drauf gezahlt. Der muss warten bis zum Jahre 2035, um überhaupt das zu kriegen, was andere jetzt schon haben. Heiko Thieme, also Sie kennen das ja, einsteigen kann man immer. Leo, du hattest noch eine Frage. Ja, ich denke, wir haben doch auch ganz andere Faktoren im Moment. Wir haben auf der einen Seite, die diese Hysterie erklären, die in der Presse und nicht nur in der Presse herrscht. Wir haben die höchste Arbeitslosenzahl auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite Gewinne an der Börse, die keiner mehr wirklich erklären kann. Ist das nicht eine andere Ausgangssituation? Erklären auf jeden Fall. Schauen Sie, wir sprachen vom Kursgewinnverhältnis. Das ist ein sehr gutes Argument von Roland Leuschel. Nur, wenn man die Zukunft sieht, die Börse investiert nicht in die Vergangenheit. Die Börse reflektiert das künftige Potenzial. Und hier kommt meine These. Wir werden ein Realwachstum im nächsten Jahr in Deutschland bekommen, was 3% überschreiten kann. Das ist die Hoffnung. Damit verbinden sich bessere Unternehmensgewinne. Und wenn der Dollar zwischen 1,80 Mark und 2 Mark pendeln wird im nächsten Jahr, was meine Prognose ist, das heißt für die deutsche Industrie weitere Aufträge, man ist wieder wettbewerbsfähig. Endlich ist die D-Mark wieder da, wo die Kaufkraft sie haben wollte. Wir haben durch eine sehr restriktive Hochzinspolitik die D-Mark in eine Luft genommen, die ein neues Exportprodukt für uns gebracht hat, nämlich Arbeitsplätze ins Ausland zu schaffen. Und keine sehr vernünftige Politik übrigens. Bei einem Dollar von 2 Mark, glauben Sie, dass die Gewinne in Amerika steigen werden?
In Amerika bei 2 Mark wird Folgendes passieren, Roland, da gebe ich Ihnen recht. In Amerika wird es sein, der Aufwärtstrend wird sich etwas verlangsamen. Und ich habe gerade heute meine Kolumne geschrieben, da steht das Thema drauf, wenn ich sagen darf. Die Moderation ist jetzt gefragt. Das heißt, wir dürfen nicht in Euphorie machen. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ich extrapoliere die vergangenen 3 Jahre. Denn das hieß eine Verdopplung alle 3 Jahre. Und machen wir mal die Rechnung auf. Wenn sich die Börse alle 3 Jahre verdoppelt, der Dow Jones ist jetzt bei knapp 8.000, dann müsste er in 20 Jahren, also im Jahre 2017, was die meisten Zuschauer erleben können, was also nicht zu langfristig gedacht ist. Nein, bei über 2 Millionen, Roland, das ist es doch. Das ist ja das Teuflische, was Einstein immer nannte. Die Zinsrechnung ist astronomisch. Wenn wir aber auf die Sätze zurückkommen, von denen ich jetzt ausgehe, und da liegt vielleicht jetzt die Diskussion für uns alle, nämlich 7% im Jahr. Da sind die meisten Zuschauer entsetzt. Aber 7% Kapitalanstieg, steuerfreier Kapitalanstieg, ist das, was die Börse uns im Schnitt in den letzten 70 Jahren gebracht hat. Und wenn das der Fall ist, dann stünde der Dow Jones Index im Jahre 2017 bei 25.000. Und das wäre für mich eine sehr seriöse Prognose. Wir kriegen dazwischen 1, 2 oder 3 Jahre, wo wir mal 10 oder 20% fallen. Aber wir haben ja gefragt, kommt zum Crash? Nein. Costolani hat recht, er weiß es. Konsolidierung, Korrektur. Roland Leuschel war ja pessimistisch, aber er ist in meinen Augen heute weitaus optimistischer, als ich ihn in den letzten Jahren gesehen habe. Heiko Thieme, erstmal vielen Dank. Also wenn ich das richtig verstanden habe, 25.000 im Dow im Jahre 2017. Ja, aber 7% kriegen Sie auch mit der Anleihe mehr, Staatsanleihe. Nein, ja, momentan 6,54. Wo kaufen Sie denn in Deutschland? Der Herr Tietmeier kriegt einen Herzinfarkt, wenn Sie das jetzt ihm sagen. Ich sage so hoch. 30-prozentigen Anleihe. Nicht in Amerika. Ganz kurz, damit sind wir bei den Zinsen. Heiko Thieme, das ist ein ganz wichtiges Argument für viele Menschen, die nicht an einen Crash glauben. Es gibt 3 Argumente für die Börse, eine steigende Börse. Das Argument 1 sind die Zinsen, Argument 2 Zinsen und nochmal Zinsen. Roland Leuschel, die Zinsen sind sehr, sehr niedrig. Kapital hat eigentlich keine andere Möglichkeit, sagt man, als an einer Börse investiert zu werden. Wieso sind Sie so pessimistisch bei einem so niedrigen Zinssatz? Ja. Also ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich glaube, wegen der Globalisierung leben wir heute in einer deflationären Welt. Richtig. Und dann können meiner Ansicht nach die Zinsen nicht steigen. Aber wer glaubt, dass fallende Zinsen unbedingt steigende Börsenkurse bedeuten, der täuscht sich. Seit 1990, als in Japan die 10-jährigen Staatsanleihen 8% rendierten, sind die Zinsen in Japan gefallen. Und sie sind gefallen in dieser Woche unter 2%. Sie kriegen noch 1,71%. Und trotzdem ist der Aktienindex in Japan um 60% gefallen. Wir leben in einer deflationären Welt. Das heißt, für mich ist die Inflation kein Thema. Aber für viele Notenbanken, die reagieren noch so, als wären wir 1987. Und das ist der Fehler. Man bekämpft, man führt praktisch den Krieg von gestern. Obwohl, wir haben ja keine Mauer, wir haben also, trotzdem haben wir noch die NATO, wenn Sie wollen. Es gibt viele Beispiele. Aber ich würde sagen, die Tatsache ist, dass die Notenbanken noch die Inflation bekämpfen, obwohl sie keine Gefahr ist. Aber unsere Gefahr ist die Deflation. Und die haben wir schon in Japan. Roland Leuschel, erstmal vielen Dank. André Costolani, Deflation, ist das ein Thema vielleicht in der nächsten Zeit? In dieser Sache bin ich mit Leuschel einig. Ja. Die Bundesbank macht eine ausgesprochene Deflationspolitik, Amerika nicht. Aber ganz Europa macht eine Deflationspolitik, obwohl keine Deflation da ist. Ich trinke jeden Tag auf den Befehl von 2 Ärzten jeden Tag einen halben Liter Rotwein. Bin ich davor ein Alkoholiker geworden? Nein, lächerlich. Die Inflation ist nicht da. Das kann ich Ihnen nur illustrieren mit einer kleinen Anekdote. In einem Eisenbahncoupé sitzen mehrere Passagiere und der eine seufzt ununterbrochen, ach, habe ich ja durch, ach, habe ich ja durch, ach. Die werden schon nervös, die anderen, der junge Mann steigt herunter, aus dem Zug kommt herauf mit einer Flasche Bier, da haben sie, trinken sie, sie haben so eine Durst. Danke, danke, er trinkt das Bier. Der Zug geht weiter, fängt er wieder an, ach, habe ich ja Durst gehabt, ach, habe ich ja Durst gehabt. Das ist mit der Inflation. Es ist keine Inflation, ja, lächerlich, lächerlich. In Deutschland ist die Inflation 1,5%, ist eine Deflationspolitik. Darum bin ich auch vorsichtig für die deutsche Börse. Da ist eine Deflation. Aber in Amerika, es gibt keine Deflationspolitik. Es wird auch keine sein. Denn in Amerika regiert der Greenspan ganz anders, mit anderen Methoden als hier die Bundesbank. Greenspan passt sehr auf.
Bei der kleinsten Inflation erhöhte die Zinsen und bei der kleinsten Deflation reduzierte die Zinsen. Wie es in der Bibel steht, der Gott hat es gegeben, der Herr hat es gegeben, der Herr nimmt es zurück. Wenn zu viel Geld da ist, dann muss man Deflation machen. Aber wenn zu wenig Geld da ist, und es ist momentan in Amerika eher wenig Geld da, nicht so, es ist große Liquidität, unerhört bei den Pensionskassen, bei den Lebensversicherungen, Milliarden, Milliarden. Meine Herren, darf ich noch eines ganz kurz sagen, wegen der Zeit, das ist wichtig für die Zuschauer zu wissen, Japan ist kein Vergleich. In Japan waren die Immobilienpreise so teuer, dass der Stadtkern von Tokio so viel kostete wie ganz Amerika, die größten 5000 Unternehmen, und das Bargeld, was man noch übrig hatte, brachte bei einer Bank pro Tag 255 Millionen Dollar ein. Wenn man eine Inflation bekommt, Börsenhosse mit Inflation sichtbar im Immobilienmarkt, was wir nicht in Deutschland haben, schauen Sie sich mal die Ostländer hier an, die wünschen, sie hätten eine Hosse im Immobilienmarkt. In Amerika haben wir keine Immobilienhosse, deswegen unterscheiden wir uns. Wir können weiterlaufen. Ich bekomme von der Regie strikteste Anweisung, wir müssen auch Geld verdienen, Werbung etc. Aber wir haben ja nachher um 21:45 noch die Möglichkeit. Erstmal vielen Dank für diese interessante Gesprächsrunde. Und es bleibt bestimmt spannend, denn wir haben es ja gerade gehört, die Börsenprofis ändern ihre Meinung nicht jeden Tag, sondern jede Stunde. Ich verabschiede mich ebenfalls. Das Thema gibt es wieder morgen, 20:15 Uhr.